Ich bin Ilka Liesner. Ich habe in Münster Soziale Arbeit studiert und bin dann auch in Münster geblieben und leite gerade einen Kinder- und Jugendtreff in Körde. Genau, ich bin 35. Also meine Kamera, tatsächlich auch diese Canon A1, das ist jetzt aber eine, die habe ich mir nochmal nachgekauft. Die gleiche hatte ich aber schon, ich glaube, die habe ich so mit 12, 13 von meinem Papa bekommen. Und ich fand das Geschenk eigentlich ziemlich blöd. Ich wollte eigentlich viel lieber eine Barbie oder irgendwas Geiles zum Spielen bekommen und habe dann diese Kamera bekommen und konnte damit überhaupt nichts anfangen. Dann bin ich eigentlich viel später erst dazu gekommen. Die stand dann eigentlich nur bei mir rum. Und dann irgendwann habe ich sie angefangen zu nutzen und dann hat es eigentlich ziemlich schnell Spaß gemacht und auch sind auch gute Sachen bei rausgekommen. Genau, aber auch alles sehr intuitiv und ohne dass ich da wirklich wirklich verstanden habe, was ich da eigentlich tue. Also technisch erschließt sich das bis heute noch nicht so ganz. Ja, die Bilder sind so in den letzten 20 Jahren tatsächlich entstanden, die jetzt hier ausgestellt werden. Also ich mag besonders gerne die Porträts meiner Freundin und irgendwie verbinde ich mit den Sachen, die ich fotografiere, ja auch immer eine bestimmte Zeit. Da sind bestimmte Gefühle mit verbunden und Situationen, gemeinsame Erlebnisse und ich glaube, dann würde ich sagen die Porträts. Also ich fotografiere tatsächlich auch nicht analog. Aber das Analoge ist nochmal so, eben weil man die Möglichkeit nicht hat, einfach zu sagen, okay, das lösche ich, das lösche ich, das lösche ich, ist es nochmal ein viel bewussterer Vorgang zu fotografieren und irgendwie auch immer wieder eine Überraschung, wenn man die Fotos dann entwickeln lässt. Es ist eigentlich immer wie eine Wundertüte zu öffnen. Ich freue mich immer richtig, bin richtig aufgeregt. Das dauert manchmal 2 Wochen, bis so ein Film dann auch tatsächlich entwickelt ist. Und das ist immer ein total schöner Moment, sich dann die Fotos anzugucken. Für mich war das tatsächlich ziemlich herausfordernd, rauszugehen mit meinen Bildern. Und ich habe noch nicht mal jetzt Instagram, wo ich Fotos hochlade oder so. Und mich dann so tatsächlich, mich und meine Bilder zur Schau zu stellen, war für mich eine Herausforderung, aber hat sich gelohnt und ich würde jedem empfehlen, das einfach zu machen. Ja, loszugehen und Sachen ausprobieren. Ja, die Ausstellung hängt bis zum 5.6. und kommt gerne vorbei.